Alarm am Gardasee. Auf den ersten Blick idyllische Bilder vom größten See Italiens. Über einen kleinen Steinweg flanieren Touristen über das Wasser vom Festland zur kleinen Insel San Biagio. Doch was romantisch aussieht, hat einen dramatischen Hintergrund. Der bei deutschen Urlaubern beliebte Gardasee leidet an historischem Wassermangel. Seit Jahrzehnten ist der Wasserpegel im Winter nicht mehr so niedrig gewesen. Um es deutlich zu machen, in den letzten Jahren waren es um diese Zeit 50, 60, 70 Zentimeter mehr, was für den Gardasee sehr viel ist. Per il lago di Garda è molto. Denn ein Zentimeter See entspricht knapp 4 Millionen Kubikmetern. Beten und auf Wasser von oben hoffen, viel mehr bleibt den Bewohnern und Touristen derzeit nicht. Noch wirken die Bilder idyllisch, doch mit großer Sorge blickt man bereits auf die kommenden Monate, wenn es wieder wärmer wird.